Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch die Frage beantworten, ob man eigentlich mehrere Zahnpasten gleichzeitig benutzen kann oder ob man lieber die ganze Zeit bei einer bleiben sollte. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran! Schon sehr, sehr oft die Frage gestellt bekommen, ob man mehrere Zahnpasten gleichzeitig verwenden kann. Also mit gleichzeitig ist natürlich nicht gemeint, dass ich auf meine Zahnbürste zwei verschiedene Zahnpasten drauf mache, sondern ob man zum Beispiel an einem Tag morgens die eine Zahnpaste benutzen kann, abends eine andere oder ob man tageweise wechselt, an einem Tag die eine, am nächsten Tag die nächste Zahnpasta. Und die Frage bezog sich halt in der Regel darauf, wenn man jetzt mehrere Probleme hat, zum Beispiel Zahnfleischprobleme und auch kälteempfindliche Zähne, das ist eine sehr häufige Kombination, ob man da einfach verschiedene Zahnpasten auch benutzen kann oder ob man sich lieber nur für eine entscheiden sollte und bei dieser einen bleiben soll. Und das Problem liegt eben auch darin, dass es in der Regel nicht eine Zahnpasta gibt, die so alle Problembereiche gleichzeitig abdeckt, sondern dass man meistens halt eine Zahnpasta hat, die ist sehr gut bei Zahnfleischentzündung, die andere ist gut bei kälteempfindlichen Zähnen. Was auch noch häufig ein Problem ist, sind Säuren. Da gibt es natürlich Zahnpasten, die ein bisschen vorbeugend wirken und gegen Säureangriffe schützen. Und dann gibt es Zahnpasten, die, wenn man bereits Säureschäden hat, unterstützen soll, dass sich die Zähne remineralisieren. Das funktioniert natürlich auch nur zu einem gewissen Grad. Also Zahnschmelz, der weg ist, der kommt auch durch eine Zahnpasta nicht wieder. Aber wenn eben in der Gitterstruktur der Zähne bereits Mineralien durch die Säuren herausgelöst wurden, geht es darum, dass sich wieder Mineralien einlagern können. Das funktioniert schon. Ich habe ja auch schon ein Video gemacht über Zahnpasten. Ich verlinke euch das auf jeden Fall nochmal. Schaut unbedingt rein. Da erzähle ich ganz, ganz viel zu verschiedenen Zahnpasten, welche gut sind bei bestimmten Problemen oder welche man nehmen kann, wenn man eigentlich gar keine Probleme hat und einfach nur irgendeine gute Zahnpasta verwenden möchte. Also schaut da unbedingt in mein anderes Video rein. So, und um jetzt die Frage zu beantworten, was man machen kann, wenn man so verschiedene Probleme hat und eigentlich mehrere Zahnpasten bräuchte. Ja, man kann die natürlich miteinander kombinieren, also verschiedene Zahnpasten verwenden. Und da würde ich tatsächlich so vorgehen, dass ich am Morgen eine Zahnpasta verwende und am Abend eine andere und morgens wieder die erste und abends wieder die zweite am nächsten Tag dann. Also ich würde nicht unbedingt tageweise wechseln, dass man an einem Tag die ganze Zeit eine benutzt und am nächsten Tag die andere, sondern dass man ja wirklich den Wirkstoff regelmäßiger drauf bekommt auf die Zähne, indem man an einem Tag zwei unterschiedliche Zahnpasten verwendet. Ich würde aber tatsächlich von meinem Gefühl her einfach bei zwei Zahnpasten bleiben. Dass man drei verschiedene braucht, ist eigentlich ja relativ selten. Und da fällt mir jetzt nicht unbedingt was ein, wo das so unbedingt nötig ist. In der Regel kann man es auf zwei Zahnpasten reduzieren. Wenn man zum Beispiel dieses häufige Problem hat von kälteempfindlichen Zähnen und Zahnfleischproblemen, dann möchte ich einmal dazu sagen, wenn ihr jetzt akute Zahnfleischprobleme habt, euer Zahnarzt das entdeckt habt, ihr habt vielleicht Zahnfleischbluten, das Zahnfleisch ist wirklich entzündet oder gar eine Parodontitis bereits habt, dann würde ich tatsächlich erstmal ein paar Wochen lang nur eine Zahnpasta verwenden, die gut ist bei Zahnfleischentzündungen. Dass ihr da wirklich mehrfach am Tag die Wirkstoffe bekommt, die helfen bei Zahnfleischentzündungen. Wenn es aber dann abgeklungen ist und ihr das Problem erstmal in den Griff bekommen habt und einfach nur eine Zahnpasta wollt, die generell hilft bei Zahnfleischproblemen, weil ihr häufiger damit Probleme habt oder weil ihr jetzt diesen gesunden Zustand behalten wollt und das unterstützen wollt, dass es jetzt alles gut bleibt, dann kann man anfangen zu variieren. Wenn ihr nämlich dann zusätzlich zum Beispiel noch kälteempfindliche Zähne habt, könnt ihr zum Beispiel morgens die Zahnpasta verwenden für kälteempfindliche Zähne, dass ihr morgens so eine kleine Schutzschicht auf eure Zähne bekommt, die tagsüber dann so ein bisschen wirkt und die Zähne schützt vor Kälteempfindlichkeiten. Und dann abends zum Beispiel eine Zahnpasta gegen Zahnfleischprobleme und die kann dann auch ganz gut über Nacht einwirken. Oder wenn wir mal auf das Beispiel eingehen, Säuren, dann könntet ihr zum Beispiel morgens eine Zahnpasta auftragen,
die vor Säureangriffen schützen soll und abends einer, der die Remineralisierung unterstützt. Und ja, so kann man auf jeden Fall kombinieren. Dass die Sache ist nur die, ich kann euch ja keine individuelle Empfehlung geben. Also fragt am besten euren Zahnarzt oder eure Prophylaxehelferin, was in eurem Fall individuell das Beste ist, wie ihr es am besten macht oder machen solltet. Weil, ja, wie gesagt, ich kann hier immer nur sehr allgemein sprechen. Und die allgemeine Antwort auf die Frage ist, natürlich kann man verschiedene Zahnpasten miteinander kombinieren, verschiedene Zahnpasten an einem Tag verwenden. Und ich würde dann tatsächlich mich morgens für eine Zahnpaste entscheiden und abends für eine andere. Und wenn ihr mittags auch noch putzt, könnt ihr natürlich gucken, ja, welche von beiden euch in dem Moment wichtiger erscheint und dann die eine oder die andere verwenden. In der Theorie geht es sogar, dass ihr noch eine dritte Zahnpasta verwendet, aber wie gesagt, meistens ist das eigentlich nicht nötig, drei verschiedene Zahnpasten zu verwenden. Wenn ihr jetzt aber jemand seid, der eigentlich überhaupt keine Probleme hat und einfach nur irgendeine Zahnpasta wollt, die guten Kariesschutz bietet, dann könnt ihr selbstverständlich auch bei einer Zahnpasta bleiben. Wenn ihr eine gefunden habt, die gut für euch funktioniert, die ihr gerne mögt, dann könnt ihr natürlich auch bei einer Zahnpasta bleiben. Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat und dass ich die Frage damit gut beantworten konnte. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und drückt am besten auf die Glocke, denn dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und so verpasst ihr auf jeden Fall keins. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!